Hallo Leute und herzlich willkommen in meinen Drogenrausch. Wir spielen Far Cry Primal und haben in der letzten Folge wieder was getrunken und sind jetzt in der Vision des Feuers. Gefangen, würde man fast sagen. Und falls ihr uns irgendwie schwammig seht, ich auch. Ich sehe gar kein Baby. Welches Baby heult denn da? Ich habe gar kein Baby. Hauptsache Baby heulen, ne? Hi Bakari. Na, wie geht's? Ich glaube, ich hab's angefasst, oder? Nicht anfassen. Nicht berühren. Das sah man schon als Kind. Wow, es ist schön hier. Erreiche die stehenden Steine. Das Feuer von Krati wird von allen Isila gefürchtet. Halte gedrückt und drücke, um einen Meteor voll abzuschießen. Und den Zorn der Sonne anzuentfesseln. Töte 5 Gegner, Feuer von Krati auf seiner und dann möchte ich den Dreifachschuss. Oh Gott. Die Isila fürchten das also. Ihr seid doch Kinder der Sonne, dachte ich. Dachte, ihr seid Kinder der Feuer. Der Sonne, nicht der Feuer. Oh, fuck. Irgendwer oder irgendwas hat mich gerade angegriffen. Kannst mich mal. Dass mal klar ist. Ugh. Ich kann übrigens gerade nicht den Jägerblick einsetzen, falls ihr euch das fragt, warum ich das nicht mache oder so. Falls es überhaupt irgendjemand fragt, weiß ich ja nicht, ob es euch überhaupt interessiert, was ich so mache. Wahrscheinlich eh nicht. Tut mir leid, du bist es eigentlich gar nicht wert. Du bist es eigentlich auch nicht wert. Du auch nicht? Und der andere ist weg. Ah, hat sich nur versteckt. War nie wirklich weg. Hab mich nur versteckt. Oh Gott, ich schaff das. Hoffe ich. Was ist denn Kinder der Sonne? Haben aber Angst vor Feuer. Ich glaub's nicht. Die fackeln alle ab und haben Angst, dann selbst mal abgefackelt zu werden. Das geht nicht. Warum habt ihr Angst davor? Tut mir leid. Es ist wichtig, dass ihr jetzt alle sterbt. Ich muss hier durchkommen. Ist das nett von mir? Ich weiß nicht, ob es nett von mir ist. Es ist auf jeden Fall wichtig. Wichtig und richtig. Tut mir leid, Vibe. Oh Gott, so viel Feuer. Was muss ich machen? Stehende Steine. Sind das nicht die stehenden Steine? Die stehen und sind Steine. Für mich wären das stehende Steine. Für euch nicht? Okay, gut. Wenn es für euch keine stehenden Steine sind. Oh Gott. Muss ich hier lang? Isila! Oh, ich sehe von Feuer einfach nichts mehr. Ich bin ganz Feuer und Flamme für dich, würde ich schon fast sagen. Oh Gott, wo muss ich lang? Es ist so blendend hell. Ah, da ist das Ziel. Wo, hier? Nee. Oh Gott, nicht runterfallen. Isila fürchten das Feuer. Na, wer hätte das gedacht? Dass die Isila jemals vor Feuer Angst haben. Es sind doch die Steine, sag ich doch. Muss ich das anzünden? Vielleicht muss ich es auch anzünden, ich weiß es nicht. Ach, zerstöre sie. Gut. Hätte mir jemand sagen können. Wäre es mir gesagt gewesen, dann hätte ich es auch gewusst. Sehe ich genauso, genauso, was immer sie gesagt hat. Wow. Um den Mond zu zerschlagen. Was für ein Mond? Den da? Ich muss ihn aufladen, indem ich Isila töte. Tut mir leid.
Eigentlich tut es mir überhaupt nicht leid, ich sage es einfach nur aus Höflichkeit. Tut mir leid, Jungs. Okay, wir wissen alle, dass es mir nicht leid tut. Es ist unnötig, höflich zu sein. Tut mir leid, dass ich versucht habe, höflich zu sein. Und ich damit noch Hoffnung gemacht habe. Komm jetzt davor. Du schaffst es doch eh nicht, mich zu besiegen. Dreifachschuss. Perfekt. Boah, ist das geil. Brauch noch mehr. Isila! Wo seid ihr? Wo seid ihr alle? Habt ihr euch versteckt? Traut ihr euch nicht? Ihr traut euch nicht, gegen mich zu kämpfen, oder? Gegen mich und meine fucking Bogen-Skills. Ey, ich habe eine Fähigkeit bekommen. Ist das nicht cool? Und wir sind keine, oder? Was wolltest du mir antun? Ich zerstöre all eure Steine. Ihr könnt euch nicht verstecken. Ihr könnt euch einfach nicht vor mir verstecken. Ich zerstöre euer Leben. Alles, was ihr hattet. Wie ihr meine Familie getötet habt. Und meinen Clan zerstören wollt. Venja. Ihr tötet Venja. Ich töte euch. Seht ihr? Mittelalter, Quatsch. Urzeit kann ich. Urzeit kann ich. Ich kann mich vorher da reinversetzen. So war es nämlich damals. Da haben sie alle Drogen geschluckt und waren so drauf. Damals. In ein Land vor unserer Zeit. Oh, ich habe einen Dreifachschuss. Den muss ich an den Mond. Ich kann den Mond nicht sehen von hier aus. Ich muss da lang. Ich fliehe nicht. Ich will nur... Ich möchte nur zum Mond. Mein Dreifachschuss nicht vergeuden. Hat's gereicht? Nee, noch nicht wahrscheinlich. Oh, wie ich sie einfach zerstöre. Digga, ich bin besser als ein Kanalzerstörer. Kommt schon. Ihr miesen Ratten. Boah, wenn ich es nur besser sehen könnte. Das ist alles so verschwommen immer noch. Das ist richtig mies. Habe ich einen Dreifachschuss? Ja. Mond, du bist sowas von fällig. Mädchen, du auch. Ich zerstöre jetzt alles, was es hier gibt. Die ganze Existenz von diesen Leuten. Wer schießt nach mir? Wer wagt es, mich zu schießen? Mich zu treffen und überhaupt gegen mich zu kämpfen? Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Wo ist der Mond? Da ist der Mond. Ihr wagt es wirklich. Wirklich. Obwohl ihr keine Chance gegen mich habt. Boah, es vibriert alles, wie das vibriert. Wie wenig ich sehe. Ich hoffe, ich habe den Mond getroffen. Wow. Wow. Auf einmal geht alles ganz schnell. Und da implodiert er. Ach ja. Passiert. Passiert einfach mal. Aber ich habe die Vision des Feuers. Erfolgreich, würde ich sagen. Abgeschlossen. Ich. Wer jetzt einen unübertroffenen Venger verdient XP und schaltet euch fähig ein Fähigkeitsmenü frei. Ich bin jetzt schon die Beste. Ich bin eine Bestienmeister. Wow. Warum bist du auch bekifft? Yeah.
Shansha, Sushalain, Spacham. Nein. Shansha Urusins. Shansha Salwas. Salwa ya Sushalain, Dwayakis. Rasqua Pashta. Grati. 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 Mash. Hasup near Pacham. Hakis. Hakis. Who? Wow. Diese Drogengeräusche, ne, die werden auch nicht besser. Die werden einfach immer schlimmer. So, was gibt es so Schönes zu tun in meiner Hut, in meinem Land hier? Was kann ich machen? Hier hinten gibt es Isila. Und Sonnenaufgang. Nein, das ist keine Quest. Das ist so schön. Gehen wir hier hin? Müssten wir theoretisch, dann könnten wir hier so lang. Gehen wir zu diesem Lagerfeuer. Schnellreise zur Zeit nicht möglich. Weil ich mich im Dorf befinde, oder? Mal sehen, ob es dann geht, wenn ich draußen bin. Eine Fähigkeit mehr, das ist schön. Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock habe. So, oh fuck. War da gerade was im Wasser? Sind das Mäuse? Oh, wie süß! Seht ihr das? Oh, wie niedlich. Wie süß. Oh. 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 Da kann ich Fleisch rausnehmen. Gehen wir hier hin, oder? Zu diesem Ort eine Schnellreise. Ja, das kann ich machen. Leute, ihr wisst, der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und das Ziel ist hinter dem Weg. Ja, so sagt man es bei uns, ne? Das ist ganz wichtig. So. Pfeile, Pfeile, Pfeile! Und ich muss noch da... Hallo? Jetzt sind die Isila nämlich wieder mal dran. Den Ort habe ich jetzt erst entdeckt. Wahrscheinlich ist das viel zu flach! Oder ich lande gleich auf dem Stein. Natürlich! Oh, das war jetzt echt dumm. Das war jetzt das Dümmste, was ich je gemacht habe. Wäre ich einfach so gesprungen, wäre alles gut gegangen, vor allem. Kann ich eigentlich durchschwimmen hier? Oder sind da ein bisschen unfreundliche Krokodile oder so drin? Da hinten ist ein bisschen unfreundliches Krokodil. Okay, es ist tot. Ich habe nämlich keinen Bock, jetzt zu sterben, weil da irgendwelche Krokodile sind. Oh, wie geil es aussieht. Tut mir leid, Geist sei frei. Blablablub. So, habe ich was Cooles bekommen? So. Ich habe schon so ein bisschen Schiss, nicht, dass hier noch irgendwas ist. Aber da unten ist ein Stein. Ist der cool? Gibt es da coole Sachen oder ist es einfach nur ein Stein? Ich nehme jetzt mal Schiefer mit. Direkt aus dem Wasser geklaut. Hey, ihr Süßen. Ich brauche euch eh nicht. Ihr seid eh zu wenig wert. So, gehen wir zu den Isila. Holt's ja. Ach ja. Was machst du denn? Unfreundliches kleines Kätzchen. Nur weil ich gerade mal ohne Begleitung bin? Was passiert hier? Was passiert hier? Tigri! Tigri! Lauf nicht weg! Tigri! Ich will mir jetzt noch holen. Wo hast du es hingelegt? Wo liegt der Kadaver?
Das ist doch hier erlegt, oder nicht? Was ist denn diese Hä? Das hast du noch ein Kadaver gefressen, oder was? Egal. Ich krieg eben nie das, was ich eigentlich möchte. Jetzt jag. Er darf einfach nicht aus der Übung kommen. Und solange er in die richtige Richtung jagt, ist mir es egal. Oh, mein schöner Tiger. Er läuft so schnell. Ich hätte aufsitzen sollen. Ich hätte einfach aufsitzen sollen. Tigri! Tigri! Du weißt, dass Mami zu Fuß laufen muss. Boah, ist der geil. Da hol ihn dir. Hier ist ein totes Huhn oder so, ne? Ich nehme die Federn mit. Man kann sie immer mal gebrauchen. Wahrscheinlich. Ich habe das Gefühl, du frisst alles, was du eigentlich töten sollst. Aber du hörst dann auf zu jagen. Nein, hoch, komm zurück! Das ist es nicht wert. Wir müssen, glaube ich, in die andere Richtung. Oder wohin? Wo bist du? Tigri? Tigri. Ganz ruhig. Mami möchte auf dir reiten. Bleib doch mal stehen. Dankeschön. Au, das war ein Stein. Au. Ganz ruhig. Hier muss irgendwo ein Kadaver liegen. Da, ein Huhn. Wer wagt es, einen Huhn zu töten? Komm schon, Schöner. Bist du hin? Was ist hinter mir? Irgendwas hat mich hinten so gestoßen. Boah, es ist total schwer zu reiten und gleichzeitig so zu töten. Oder versuchen zu töten. Da vorne rennen sie beide. Feiglinge! Das ist ein totes Mammut? Mammaf-Insel. Steht das für Mammut-Mampf-Insel? Ein Bär. Nee, den Bär brauche ich nicht. Ich habe Avenger-Rettung. Och nö. Was ist denn das? Das ist Stein. Ich habe auch keine Lust auf eine Rettung. Ich töte lieber, als dass ich rette. Und da ist ein Weg. Grandios. Holz. Holz. Gut, 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 gut. Ich sag doch, alles läuft wie am Schnürchen. Lagerfeuer. Schön. Wir werden Schnellreisepunkte gerade zwar lieber, aber... Da kommst du natürlich wieder nicht hoch. WTF. Was ist das denn Geiles? Ganz ruhig. Ich will das da haben. Das ist ein Weißer. Oh mein Gott. Hi, Schöner. Ein Rotelch. Ja, guck mal, du kriegst auch einen Teil ab. Nee, nee. Du kriegst das Fleisch. Jetzt lass mich reiten. Wir müssen nämlich unsere Aufgabe heute noch erfüllen. Oder jedenfalls hinkommen. Das fände ich schon ganz cool. Wenn wir da wesentlich jetzt hinkommen werden. Es sind einfach zu viele Berge. Gut, da hinten ist es schon.
Warte. Ich nehme noch Holz mit. Graziös. Stuck dich. Isila, fürchten das Feuer. Wir werden deren Haus einfach in Brand stecken. Ich weiß, die Idee hatte ich schon mal mit anderen Stämmen, aber es ist immer wieder eine super Idee. Findet ihr auch? Finde ich schon. Da hinten noch ein Pfeil rein. Komm, das wird dir gar nicht auffallen, dass wir das waren. Da hinten ist jemand, siehst du das? Den holst du dir. Tigri, Tigri. Ich hol mir den Botschafter, also den Ausguck da. Nein, gib keinen Bescheid. Du gibst keinen Bescheid. Scheiße. Hol ihn dir schnell. Er darf niemandem Bescheid geben. Das ist gefährlich. Psst. Oh, jetzt wurden schon welche alarmiert in der Nähe. Jetzt wird es schwieriger. Komm schon. Tigri. Tigri. Oh, ich bin reingekommen. Komm her. Ganz ruhig. Komm her, Tigri. Ich hätte gerne eine andere Bestie. Die hier. Weil die ist immun gegen Feuer. Ist zwar nicht so stark, aber immun. Ganz brav. Was ist das da? Das sind meine gefangenen Leute. Umlausche! Umlausche! Komm schon. Wir können keinen Alarm geben. Was ist das da? Wenn ich das anzünde? Gehört das da mir hier alles? Hey Jungs. Kann ich euch helfen? Ja, genau, richtig. Hier bin ich. Das war jetzt ein Versehen, dass ich mich gezeigt habe, aber es ist okay. Zuerst du. Oh, es sind zu viele. Es sind zu viele. Schatzi? Schatzi, du bist tot. Das ist ein Problem. Das ist ein ganz großes Problem, das ich jetzt gerade habe. Gut, wie lösen wir es am besten? Ich würde sagen, Waffenstillstand. Wo schießt mich noch wer an? Da oben, du Mistkerl. Du hässlicher. Ihr dreckigen. Oh Gott. Ihr dreckigen Mistkerle. Ihr seid so mies. So mies. Was habe ich euch jemals getan? Oh, sie sind alle hinter mir her. Natürlich sind sie alle hinter mir her. Ich meine, ich habe immerhin, bin bei ihnen eingedrungen, habe ein paar erschossen. Seid mal nicht so schnell, okay? Also wir sind jetzt schön in meinem Tempo hier. Okay, okay, doofe Idee, aber... Ey, ich muss hier irgendwie weg gerade. Kann ich eine Schnellreise machen? Vielleicht soll ich mich irgendwo verstecken. Das wäre eine gute Idee. Kann ich mich hier verstecken? Ich glaube, sie haben mich vergessen. Sind da nicht so schlau. Sie finden mich auf jeden Fall nicht mehr. Okay, vielleicht sind sie schlauer, als ich dachte. Auf jeden Fall haben sie mich, glaube ich, wiedergefunden. Ja, gut. Dann sind sie halt schlauer, als ich vermutet habe. Mir doch egal. Ich krieg das schon hin. Ihr müsst mir ein bisschen mehr vertrauen, Leute.
Ich hole jetzt erstmal mein Tierchen wieder. Komm her, Kleiner. Kleiner, die suchen mich. Ich habe nichts getan. Wirklich nicht. Ich bin unschuldig. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Süßer. Wir müssen das jetzt zusammen durchstehen. Mami braucht dich. Die hätten einfach nicht nach Hilfe rufen müssen, wisst ihr? Wenn sie sich nach Hilfe gerufen, wäre alles so einfach gewesen. Da hinten sind ganz viele. Kann ich die auch so auf einen schicken? Ganz ruhig. Da hinten ist einer eher abseits. Hol ihn dir. Die anderen gehen ins Dorf. Brav. Brav, mein kleiner Tushi. Tushi. Eat meat. Die anderen gehen Richtung Dorf. Ganz ruhig. Wo ist denn hier Holz? Ich habe hier Holz gesehen. Da. Das ist gerade das Wichtigste, dieses Holz. Damit ich neue Pfeile machen kann. Mit denen ich eh nicht so viel ausrichte. Aber hey, ich habe dann neue Pfeile. Ganz ruhig. Tushi. Sie werden jetzt in erhöhter Alarmbereitschaft sein. Das kann ich dir gleich schon mal sagen. Dahin sind unsere Gefangenen. Komm mit. Hm. Holz. Was? Gegner in der Nähe wollen wir rufen? Schon wieder? Oh Mann. Wir treffen auf die Entfernung eh nicht. Okay, du musst dran. Tushi. Zu weit weg. Warum treffe ich den nicht? Ich krieg's eh nicht hin. Oh, es waren zu viele. Aber ich glaube, ich muss die gar nicht fertig machen. Ich kann die fertig machen. Also ich glaube, es ist so eine Nebenquest. Ich glaube, es ist jetzt nicht die Hauptquest gewesen. Wo ist mein Tier? Flashdown. Hm. Ich sollte vielleicht besser erstmal die Lage prüfen. Einfach so die Lage ein bisschen sondieren, in der ich mich bewege. Wo ist mein Tier jetzt? Ah, danke schön. Ich schwimme. Ich habe nicht auf Krokodile gecheckt. Aber ich glaube, hier sind keine gewesen. Isila. Du bist im Weg. Was? Wie haben sie dich denn jetzt gesehen? Lauf! Lauf! Brav! War schon wieder Gegner in der Nähe. Es ist für alles kein Problem, wenn ich diese scheiß Gegner in der Nähe wären. Oh mein Gott, was sind das für fette Sachen? Ich habe einen Ort entdeckt. Cool. Digri, komm, scheiß drauf. Lass uns fliehen.
Tigri? Oh Gott, Tigri. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Bluetooth, wir müssen das irgendwie hinkriegen. Komme ich hier irgendwie hoch? Ganz ruhig, Bluetooth. Bluetooth, hinter mir her. Ich gebe jetzt an, wo wir hingehen und wen wir töten. Auf den da kannst du gehen. Den müssen wir schwächen. Und ablenken. Komm, kriegst du es hin, wenn ich komm her. Komm her. Ganz ruhig. Lotus. Scheiße. Hier, nimm. Eat meat. Lotus. Nein. Er ist so stark für dich. Oh, Lotus. Lotus, nimm. Nimm, Tushi. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Lotus. Ich hören würde. Bluetooth, du bist gerade zweimal gestorben. Tushi. Tushi. Mann, ich will dich nicht verlieren. Wir müssen jetzt ganz hart und stark sein. Ganz hart, stark und, Bluetooth, wir müssen zusammenarbeiten. Oh, das ist nicht zusammenarbeiten, Bluetooth. Gut, auf den da. Oh, er hat mich angezündet. So ein Mistkerl, so ein Mistkerl. Bluetooth, hast du ihn? Nein. Das kann ich auch nicht von dir verlangen. Wie viel der aussieht, der hat doch nur eine Kopfbedeckung auf. Das sieht auch noch lächerlich aus. Komm, Bluetooth. Komm mit mir mit. Bluetooth? Nein. Bluetooth. Bluetooth, du musst aufhören. Bluetooth, nein. Bluetooth, hör mir zu. Du schaffst das nicht allein. Bluetooth, komm mit. Bluetooth. Komm schon. Hier, nimm. Eat meat. Kommt sie her? Da hinten. Bluetooth hier! Eat meat! Komm, wir müssen auf den da. Bluetooth, es gibt keine andere Chance.
kleiner Wolf jetzt. Danke. Lotus. Lotus. Können wir jetzt bitte endlich mal die Lage sondieren ein bisschen? Ach, Bluetooth. Wow, da wollte ich eh kaputt machen, aber danke. Da sind jetzt unsere Freunde drin. Da hinten, oder? Oh fuck, sorry, Bluetooth. Bluetooth? Lotus! Lotus! Ich habe gelernt, alles mit Ornamenten abfackeln. Okay, das ist ein Stein. Sag mal, wo ist Bluetooth? Oh, mein Guter. Hier, nimm, Tushi. Wir müssen weiter. Komm schon. Komm, Großer. Wir müssen da hoch. Abfackeln. Oh Gott, wo ist denn der? Oh, fucking Arschloch. Das ist aber Rosani scheinbar. Aber Leute, ich würde sagen, das war's auch von dieser Folge. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.